In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ja, das ist für dich. Aber guck mal, Lena. Ja, guck mal. Hast du da gesehen? Baby? Ja, da, süß. Weißt du, wer das ist? Das ist ein Baby. Ja, wirklich. Das ist ein Baby. Wer ist das? Oh, okay. Baby. Nein, wer ist das? Wie heißt sie? Lia. Das ist Lia. Ja, bin da. Guck mal, wow. Guck mal, das hat die ist voll überfordert, mitgebracht, ne? Ja, auf. Ja, willst du aufmachen? Ja, da. Aber willst du vorher deine Schwester einen Kuss geben? Ja, da. Ja, Hadiki. Hadi, gib Lia einen Kuss. Ja. Hadi. Hadi. Setz dich. Setz dich. Aber langsam, ja? Ah. Ich denke, das ist ein Popo. Ja, ich bin ja. Was? Seid hier, Kada. Das habe ich. Das ist alles für dich. Als Scham. Ja. Dann auch für die Deutsch. Hast du gegessen, Lena? Ja? Papa, Bibi! So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Also wir haben heute Sonntag. Morgen werden wir hoffentlich entlassen. Und... Papa? Ja. Lena ist hier, wir haben sie abgeholt heute Morgen um 9 und ja, seitdem schläft sie, spielt sie hier. Wir haben Lena massiert mit Öl. Vielleicht geht sie einmal nicht baden. Was wollten die machen? Den Kopf waschen, die Haare waschen. Ja, sie liegt auch hier. Und ja, sieht aus wie Lena. Ne? Ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Und ja, sonst ist alles gut. Wir stillen. Sie nimmt auch gut die Brust. Mehr gibt es nichts zu erzählen. Wir kriegen gleich Besuch. Gestern war meine Freundin da mit ihrem Mann. Ja. Und ansonsten ist wie immer. Wie immer. Hallo. Hallo. Wir haben noch vor. Ja, Baby! Oh.
So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich den Vlog beendet habe oder einen neuen Vlog begonnen habe. Auf jeden Fall sind wir seit gestern zu Hause. Wir waren jetzt gerade einkaufen, danach bei meiner Mama. Ja, ich wollte euch kurz unseren Einkauf zeigen. Lia ist noch im Maxi-Kurs. Ich hole sie aber jetzt gleich raus. Und ja, Moment. Mal gucken, was ich trinken bin. Ich zeige euch den Einkauf. Und zwar haben wir einmal Eier. Dieses Mal gab es wirklich nur Bodenhaltung. Dann eine Gurke. Zweimal Chips. Leute, die schmecken so, so gut. Mama mag die auch total, ne Schatz? Danke. Dann einmal Butter. Dann Mandarinen. Die hat meine Freundin. Also die sahen eigentlich identisch aus. Ja, Aschke. Ja, das ist von dir, ne? Ja, Tita. Ja. Die hat meine Freundin mit ins Krankenhaus gebracht. Die haben so lecker geschmeckt, dass ich die jetzt nachkaufen musste. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Firma ist. Ups, ich habe noch bestimmt. Aber die sahen auf jeden Fall gleich aus. Dann für Lina einmal Babybell. Sie mag das eigentlich total. Die war jetzt auch im Angebot. Dann zweimal Cola und zweimal Eistee von Robert Audel mitgenommen. Dann waren wir kurz bei McDonald's. Da hat Lina so eine Tüte bekommen. Leute, beachtet die Flaschen da hinten nicht. Ist stille voll. Das ist von Lina gewesen. Sie mag das mit. Also sie wollte ihre Puppe damit bespielen, aber hat sie dann doch nicht. Dann einmal Super Sandwich. Ja, Schatz. Baby an. Baby an, komm. Noch besser. Dann für Lina ein Spitzer. Lina hatte Elsa Kalemine getratscht. Schau. Nein. Ja. Dann einmal Möhren. Wir kaufen die mal lose. Ich finde, lose schmecken die irgendwie viel besser. Dann einmal Bananen, Paprika. Übrigens hat meine Mutter uns heute zum Essen eingeladen. Es gab türkische Pizza. Ja. Soll ich dir das aufmachen? Ja. Okay, einmal Penne, einmal Blumenkohl. Ich mache das mal kurz auf. Lina hat nämlich von Elsa so ein Mahlset bekommen. Und jetzt will sie natürlich damit malen, aber wir haben keinen Spitzer gefunden zu Hause. Deswegen habe ich ihr jetzt einen von Kaufland geholt. Für 99 Cent. Ich habe auch eine Hose gekauft bei Kaufland, die ist so cool. Moment, ich zeige euch die gleich. Wow. So, dann einmal Joghurt. Die Kamera ist total hell, ne? Habe ich das Gefühl. Zweimal Thunfisch, einmal in Wasser, einmal in Öl. Dann einmal Weißkohl für meine Brüste. Ich habe Milchstau seit gestern Nacht. Einmal Montefellina. Dann Brokkoli, zwei Duftkerzen. Ich finde die voll gut. Das ist die Kauflandmarke, glaube ich. Keine Ahnung. Dann einmal Tomaten, Tomatenketchup. Okay, warte, Moment. So, jetzt beende ich den Vlog und wünsche euch ganz viel Spaß noch, wenn ihr den Vlog früher schaut oder später schaut, weiß ich ja nicht. Danke für die ganzen Glückwünsche nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was denn?